Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Okay. Das sind die Runenhügel. Ich rieche Schätze. Noah, Sir! The way has opened! Yeah, it looks like the floor switches can be used to move the doors. Schon wieder Geld, also sie schmeißen dich mit Geld zu. Das ist ja Wahnsinn. Ach du meine Fresse, was ist denn das hier? Leck mich am Poppes. Das sieht nach viel Arbeit aus. Sehr viel Arbeit. Whoa, the whole corridor rotated. Everything went topsy-turvy. Oh Gott, ey. Maybe we can spin things around to link together a path. Uiuiui. So, damit kann ich das steuern. I don't see a way for us to reach the back. Could be there's another switch somewhere else. Gelb, blau. Eieiei. Jetzt geht's los mit den Rätseln. Also man kann jetzt hier einmal komplett durchgehen. Nach hinten. Ob das was bringt, fraglich. Das Ding explodiert einfach. Genau, Francesca, gib ihn. Explodiert einfach. Versteh's nicht. Einfach in die Luft gesprengt. Ich mach mal hier Sicherheitsspeicher. 10:42, 10:32. Wenn nicht, hat man nur 10 Minuten verloren. Ja, es geht nämlich noch nicht. Okay. Ei, oh Gott, was da drunter, wenn da drunter noch weitergeht, mein Gott. Was ein Dungeon. I just hate resorting to violence. I've got to stay strong. No.
So. So, das Ding springt sich einfach in die Luft. Freue mich auch für dich, Francesca. Vielleicht hätte ich noch mehr Heilkraut kaufen sollen. I don't know. So, wie drehe ich das jetzt? Aber hat das jetzt was verändert? Eigentlich nicht. Jetzt habe ich links eine Treppe in den Gang rein. I have to be brave. Wir müssen alle brave sein. Was macht sie jetzt? Also sie haut ordentliche Moves raus. Gefällt mir. Wenn sie nicht das Beste gleich verpulvert hätte. Dann wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen. Oh, die hat ja innerhalb von 2 Kämpfen ihr ganzes Pulver verschossen. Die gute Frau. Und dann mal gucken, was hier Schönes ist. Wo bin ich hier? Okay. Alles klar. Ich liebe Rätsel. Über alles. Vor allem, wenn die Kamera so schön ist. Ach, da oben ist nochmal ein separater Weg, der hier reinführt. Ich kann jetzt hier nur den Propeller anschmeißen. Oh, der Propeller fährt, fliegt mich irgendwo hin. Cool. Ach du meine Fresse, wo bin ich denn jetzt? Okay, damit steuere ich den. I have to be brave. Oh Gottchen, was sind das? Greed Toy. Aber es sind einige, die mich hier angreifen. Ha! Zack. Ja, verschwendet auf den. Die Kleinen sprengen sich wahrscheinlich in die Luft. Würde ich mal vermuten wieder. Machen halt einen unangenehmen Schaden. Okay, das war machbar. So, gucken wir, ob wir das Rätsel hier gelöst bekommen. Rubinbrosche. So, weiter geht's im Text. Dungeon ist so hart, dass das Internet nicht mehr will.
Oder das denkt sich auch, Junge, hör auf zu streamen, such dir andere Hobbys. Ich hab keinen Bock mehr. Kann auch alles sein. So, der Chef sagt, läuft alles. Und ich muss das hier rüber, so hier. So muss ich das machen. Aber wie krieg... Ach! Okay. Die geilsten Rätsel ever. Das ist ja lustig. Internet frech, Rätsel frech, Gegner frech. Ach, wir sehen nicht, was ich zu sagen soll, ey. Gut, ich muss irgendwie. Ich hätte viel mehr Heilsachen kaufen sollen, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das sieht doch ganz cool aus. Ich hoffe, das ist jetzt einfach nicht nur optional, sondern dass mir das auch was bringt hier. Let's do this. Come on! Alle rufen sie, come on! 69, das macht aber richtig Schaden hier. 61, cool. Schöne Crits raushauen. So muss das sein. Sehe ich erstmal, was für einen Schaden die raushauen. Ich war noch ganz abgelenkt durch die Internetsache. Das ist gar nicht mal so lustig. Dann sind die noch gepanzert? Oh, da die Heilmittel werden nicht reichen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal rauskomme. Okay, wir haben schon mal irgendwas richtig gemacht. Okay, das scheint schon mal richtig gewesen zu sein. Hoffe ich einfach. Und heilen. Komm, du kriegst auch noch einen. Der Rest muss erstmal so bleiben. Okay. Flieg mit mir, Propeller. Magische Tropfen. Ah, jetzt habe ich die Tür geöffnet. Ah. I see. That's good. That's really good. Jetzt bin ich hier. So, jetzt war ich links.
Jetzt geht in der Mitte ein Weg rein. Ich glaube, den schaue ich mir mal gleich an. Bin da ein bisschen experimentierfreudig heute unterwegs. Gucken, was da so Schönes ist. Ist der gleiche, wo ich gerade war. Was soll denn der Mist? War der nicht woanders? Nee, stimmt, das war da. Der hat ja zwei Eingänge gehabt. Stimmt. Aber mehr hat sich nicht getan, ne? Gut. Dann drehen wir den Spaß nochmal. Da komme ich wieder links rein. Kann aber hinten rausgehen und dann rechts hinten bei dem Gelben reingehen. Das sieht doch vielversprechend aus. Let's do this. Einfach gleich in die Luft sprengen, natürlich. Selbstzerstörung. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, er beschützt mich. Dankeschön, kleiner Baum. Ah, ich wurde gleich geheilt. Super. Knackig. Auf jeden Fall knackige Gegner hier drin. Da ist mein ganzes Heilzeug schon wieder weg. Ich habe jetzt noch 12. 12 mal Heilkraut. Aber ich kann auch nicht so viel kaufen, weil mein Inventar dann voll ist. Zu viel Wiederbelebungsmedizin. Dass ein etwas stärkeres Individuum hervorbringt. Das mit den Eiern verstehe ich auch noch nicht. Ich verstehe so einiges noch nicht in diesem Spiel. Und das nach 10 Stunden. So, jetzt aber auf jeden Fall hier hoch. Zack. Und dann mal ein bisschen Looky-Looky machen. Was hier so abgeht. Also ich würde mich jetzt mal über eine Truhe freuen, wo Heilmittel drin sind, anstatt Geld. Das wäre mal eine richtig coole Ansage. Sie haut einen raus, wunderbar. Nicht hier einfach heilen, das möchte ich nicht. Heilt euch doch nicht einfach. Nee, war schon notwendig. Alles gut, ihr dürft. Mach nur Spaß. So, wo bin ich jetzt? Ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Mm-mm. Ich glaube, ich muss da unten rüber, oder? Durch die Brücke durch. Ja, ich kam von links und jetzt muss ich hier unten. Da ist mein Propellerfreund. Aber wir fliegen runter diesmal.
Ja, jetzt geht's wieder los. Geil. Tanzanit-Brosche. Oh, sogar mit 4 diesmal. Ich habe nicht so viel geschlafen die Nacht. Muss ich ehrlich sagen. Da fällt Denken schwer. Oh, er greift den hinten an. Das ist gar nicht mal schlecht, weil der da gefährlich ist. Ja, wie machst du das denn, Junge? Wie kannst du denn noch funktionieren? Trotz Schlafmangel. Ich meine, es war jetzt mal eine Nacht, wo ich ein bisschen weniger geschlafen habe. Ich habe das ja nicht als Permanentzustand. Deshalb will ich mich gar nicht beschweren. Und ich kann es ja die nächste Nacht wieder alles reinholen. Von daher. Easy. Also, wie muss ich das machen? Ich muss das hier noch so vielleicht. Gegner! Und dann auch noch so viele! Dann noch so viele Gegner. Wie macht man das? Macht man das so versetzt? Der wirft mit einer Quietscheente auf mich. Kann doch nicht so wehtun. Wenn da so ein scheiß Kuscheltier da rumfliegt. Na, erstmal beschützen, die Explosion selber fressen. So, alle rauf und dann einmal. Wunderbar, hat er funktioniert. Gott, ich bin mal entkommen. Man muss auch mal eine Flucht in Kauf nehmen. Kann nicht mal kämpfen. Nee, ich muss erst was aktivieren. Genau das hier erstmal aktivieren. Aber eine Truhe wollte er mir nicht geben mit Heilmittel. Das verstehe ich nicht. Am Anfang des Spiels haben die dich so zugeschissen mit Heilmitteln und jetzt gar nichts mehr. Ich nehme alles zurück. Danke, Spiel. Keine weiteren Fragen. Ach,
es gibt noch so viele andere Räume. Jetzt ist da hinten noch die Treppe dazugekommen. Jetzt habe ich da die Apparatur. Sowas habe ich auch noch. Oh, da ist eine Brücke jetzt da oben mit drin. Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ob da was passiert. Da links hat sich nämlich noch die Treppe aufgetan. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Let's see some spirit, folks. Taktischer Rückzug. Aqua, natürlich. Geld, also mit Geld wird man auch zugeschissen. Da muss ich mich ja nicht beklagen. Okay, hier geht's nochmal weiter. Hoch und runter. Cool, jetzt bin ich da. Achso, ich dachte, er will mir nicht zeigen, was ich jetzt aktiviert habe. Aber ich habe die Tür wahrscheinlich. Ein Siegel dafür aktiviert. Oh, ich habe sie komplett aktiviert. Ja, herzlichen Glückwunsch an mich selber. Habe ich gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch an mich selber. Dann geht's zurück. Aber ich kann noch ein bisschen drehen hier, ne? Die. Dann drehen wir es noch einmal weiter. Auch wenn die Tür aktiviert wurde, ich möchte trotzdem noch die letzten Geheimnisse erkunden. War jetzt mal hier. Okay, erstmal gucken wir uns Gegner an. Erstmal gucken wir uns ein paar Gegner an. Das sind Mistviecher, ey. Eine neue Rune freigeschaltet. Na, herzlichen Glückwunsch, kleiner Mann. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Mann. So, das reicht erstmal. So, jetzt gehen wir mal auf Erkundung hier. Was es bereithält. Zack, zack, zack. Einmal nach rechts. Zack.
Und dann runter und dann müsstest du auf der anderen Seite wieder hochgehen. Sogar nicht die hintere Treppe. Die müsste doch interessanter sein. Gucken, ob man da hinkommt. Ob man da nochmal die Tür noch was aktivieren muss oder ob einfach nur ein Schatz da liegt. So, jetzt fahren wir wieder hoch. Die haben das auch ganz schön umständlich gebaut, aber okay, es soll ja eine Prüfung sein. Ganz vergessen. Looks like there's a switch through this hole. There's no way we're squeezing through. What about me? Let me try. Okay. Courage, Kalathor. There is nothing to be scared of. Is he gonna be okay? On we go. On we go. It's freezing in here. If I do not make haste, my branches will stiffen and snap. Na dann schnell, Kalathor. Be brave, Kalathor. The Dendriarch is counting on you. Go faster, you stump. You are keeping the sirs and madams waiting. Charmant. Hmm. What is this cord? I will give it a pull. Enemies! What do I do? I know. I will hide in this box. I did it! I have reached the switch! Jawohl, Kalathor, du bist der Beste. Immer nur mutig sein. Immer nur mutig sein, mein kleiner Held. Und die Tür ist geöffnet. Were you okay in there? I heard a scream. Isa, everything was just fine. Come, there is no time to lose. Keine Zeit zu verlieren, genau. Tschum, 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 tschum. Tschum, 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 tschum. So, dann wieder zurück. Ah, jetzt muss ich ja Special-Weg zurücknehmen, ne? Da war nichts Spannendes. Da komme ich nur da oben raus. Aber es würde mir jetzt hier nichts bringen. Wahrscheinlich im nächsten Durchgang dann. Ich hoffe, es war's dann mit den Rätseln. Ich denke eigentlich schon, dass sie den einen großen Rätselraum hier machen. So, jetzt haben wir das noch. Ach so, da komme ich gar nicht rüber. Da müsste ich jetzt... Muss ich hier rüber, glaube. Komme ich doch auch wieder rein. Weil irgendwas wird es doch noch dafür geben. Irgendwas Schönes. Das möchte ich haben. Weil ich sammelwütig bin. Ja. Gut. Dankeschön. Aber jetzt komme ich auf der linken Seite raus.
Oh ja, nicht die Seite, die ich wollte. I have to be brave. Oh, zum Glück entkommen. Zum Glück entkommen. Ich hoffe, es geht über diese Seite, ansonsten bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Nee, aber hinten geht's raus. Huch. Und dann bin ich mal gespannt, was ich Schönes dafür kriege. Also, Arbeit muss ich doch hier irgendwie belohnt machen. So, ich wäre ja auch hier oben rausgekommen. Hier, da. Nee, nicht da. Da war ich ja gerade. Ah, aber ich kann hier fahren. Mit dem Ding. Gucken, was mir das bringt. Eine Kiste. Silbernacht-Kettenpanzer. Das sieht gut aus. Sonst noch was Schönes? Ne, nur dafür? Dafür bin ich den ganzen Weg jetzt hierher. Ich meine, das ist eine gute Sache, aber... Ja. Hätte auch eine geile Rune sein können. Hätte auch eine geile Rune sein können, von der man länger was hat im Spiel. Von der Rüstung habe ich ja irgendwann nichts mehr. So, dann ist die schwach. Ich muss ja hier lang, genau. Dann ist die schwach und dann kann ich mit der nichts mehr anfangen. Das ist halt mein Problem, was ich nicht so mag. Dann gib mir lieber eine gute Rune oder irgendwas anderes. Wovon man längerfristig im Spiel was hat. Wenn ich mir schon die ganze Arbeit hier mache. Speedrun. Let's do this. Komm, machen wir mal einen Kampf. Brauchen wir ein paar Erfahrungspunkte. Oh, 71. Das ist ordentlich. Das tut weh. Gott, jetzt haben wir gleich geheilt. Wunderbar. Ha! Bums, bums. So möchte ich das haben. Immer schön die Erfahrungspunkte hoch. Die Erfahrungspunkte hoch, die Level hoch natürlich. Hm. Komisch. So, jetzt aber noch ein letztes Mal drehen. Da muss ich doch noch eine Brücke auftun. Genau, die Option gibt es noch. Da muss ich ja genauso laufen jetzt nochmal. Da müsste ich... Da muss ich ja beide Wege laufen. Dass ich sowohl hinten links als auch vorne rauskomme. Ey, was man nicht alles macht für den Loot, ne? Die Tür hinten ist offen. Ich könnte schon längst durchgehen. Nein. Für den Sammelwütigen mache ich das nochmal. Für den Monk in mir. Für den inneren Monk. Für den mache ich das.
Nee, niemanden sonst. You're mine. Oh Baby! Tschüss, ich bin raus. So. Jetzt aber. Da muss ich den Weg ja wieder zurück und muss den anderen Weg nochmal gehen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier gerade abgeht. Und ich hoffe, es gibt jetzt wirklich was Gutes noch dafür. Das machst du für eine Truhe. Rune des Seitenhiebs. Ja, sage ich, ist okay. Dann nehme ich doch lieber eher sowas als eine Rüstung. So, wieder zurück. Kennen wir ja schon den Weg. Tü-li-tü-tü. Und sonst so. Was geht ab? Kann man ein Stück Schokolade hier essen? Wenn das hier schon so vor mir liegt. Mmh, lecker Schmecker. Das wunderbare Rätsel. Hast du mich auch ein bisschen selber dafür, dass ich sowas machen muss? Weil mein innerer Zwang das so möchte. Ach, ist das herrlich. Ein Topasring kriege ich dafür mal. So. Jetzt haben wir das fertig. Und dann schauen wir doch mal in die andere Richtung. Tü-tü-tü. So, auf geht's. Der war ein bisschen länger, der Weg, glaube ich, ne? Ich weiß das gar nicht mehr so. Auf jeden Fall waren hier vier. Was es ja ein bisschen komplizierter gemacht hat, aber auch nur ein bisschen komplizierter. Ja. I have to be brave. Komm, ihr dürft kämpfen. Wenn Noah eine Attacke abbekommt, ist er weg. Ich habe gar nicht geguckt, ob es Heldenkombos gibt hier. Verschiedene Heldenkombos. Ja, natürlich auf ihn, damit er stirbt. Geil. Ah, sie beleben ihn sogar wieder. Wunderbar. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. Jetzt müsste wirklich mal nach den Heldenkombos gucken. Ob da was geht. Mit den neuen Partymitgliedern untereinander. Nee, jetzt muss ich... Ich glaube, ich muss oben lang, ne? Ich guck erstmal hier. Ne, hier ist nichts für mich. Dann muss ich da oben über diese Brücke rüber.
gesagt, hier sollte sich jetzt ein Weg aufgetan haben. Jawohl. Kleine Autobahn. Zack, zack. Ich hoffe, das lohnt sich, die Arbeit. Schon wieder zurück? Das war ein schneller Elternsprechtag. Ja, ich bin immer noch in den Ruinen und rätsel vor mich hin. Rune des schnellen Schlitzers erhalten. Ich glaube, es hat sich doch gelohnt. Das war ein sehr schneller Elternsprechtag. Gut, jetzt aber sollte ich hier alles abgegrast haben. Hui. Und von wo bin ich gekommen? Bin von draußen gekommen, oder? Ohne schlechte Nachrichten, also wunderbar. Was will man denn mehr? Das ist doch super. So, Bossfight? Vermutlich schon. Na, so viel Heilkraut haben wir ja auch gar nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Damit sie halt ja mal richtig reinballern kann mit ihrer Zauberei. So, jetzt müsste ich, wollte Heldenkombos, wollte ich noch gucken, ob da irgendwas geht. Aktive Fähigkeit, Kräfte, aber mir fügt Gegner Erdschaden zu, halt HP und Zustand. Aha. Gar nicht mal schlecht. Sie kann ja sehr, sehr viel. Na gut, gehen wir mal rein zu diesem Riesen-Oschi hier. Gucken, was der machen möchte. Heads up. A rune golem. It's massive. Passiert halt, wenn man die Boss-Mechanik nicht kennt. Na, ich lass mich überraschen, was auf mich zukommt. Is it dead? Now what? I have a very bad feeling about this. Ich auch. Ich habe auch ein sehr schlechtes Gefühl. Oh hey. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Astrea, der Schiedsrichter. Slosha, der Vollstrecker. Slosha. Weiß gar nicht, wen ich angreifen soll zuerst. Erstmal das Dinger, dicke Ding. Oder denjenigen, der das beherrscht.
gucken wir mal, was passiert. Du hast zum Glück die richtige Entscheidung getroffen. Okay, das Ding kontert. Oder? Ne, es war ein normaler Angriff. Okay, wenn man Astrea sich anguckt, sie hat eine A-Verteidigung. Schwierig. Ja, vielleicht kann sie den Vollstrecker halt wiederbeleben, ne? Das ist ja die Frage. Das ist halt, ja, wir müssen die Verteidigung runterkriegen, ne? Was wollen wir? Wir sollten flüchten. Ich glaube nicht. So. Du musst den magischen Schlag. Du heilst dich mal selber. Oh, also er hat gar keinen Schaden gemacht. Oha. Das tat weh. Okay. Die Maschine heilt das Ding. Aber nur um 20. 20 ist nicht viel. Ja, ich habe Mathe aufgepasst. 20 ist nicht viel. Das kriegt man ja leicht wieder runtergeknippelt, aber meine Befürchtung ist, weil das der Schiedsrichter hat ja den Vollstrecker gerade Leben eingehaucht und dass das wieder passiert, wenn ich erst den Schiedsrichter tot mache, kaputt mache, wie auch immer. Aber der Schiedsrichter hat halt Schild, was ich nicht wegbekomme. Ich will Segen des bewährten Grünen aufführen. Und Francesca kann eigentlich auch Atem des Windgottes. Machen wir mal das. Und sie kann eigentlich mal ihre stille Wut auspacken. Weil sie wird jetzt geheilt. Der Windzauber hat einen Schwachpunkt. Oh, da ist jemand weg. Stand. Er heilt nur so viel, wie er Schaden macht, daher ist er nur gegen große Gruppen wirksam. Ah, okay. I see. Das macht Sinn, ja. Das hätte man wissen sollen. Dann mache ich nächstes Mal den heilenden Wind.
Also sie heilt einmal. Machen wir das. Heilender Wind, weiß ich nicht, brauchen wir erstmal nicht, sieht gut aus. Reißender Wind. Dann macht sie den magischen Schlag. Francesca heilt. Marisa. Dann sollte es doch passen. Das ist aber auch... Das sind halt so die Sachen, die man dann rausfinden muss, ne? Oha. Jetzt ändert sich die Farbe. Okay. Okay. Jetzt kommen noch Bogenschützen dazu. Ach du Scheiße. Ja, das wollte ich gerade andeuten. Das ist halt dieses Herausfinden halt, ne? Dass hier nicht alles auf dem Präsentierteller hingelegt wird, sondern dass du selber gucken musst. So, jetzt haben die da Bogenschützen. Wir brauchen auf jeden Fall einen heilenden Wind. Halt mittlere Menge HP. Bei allen Verbündeten, ach so. Dann musst du ran. Ich hoffe, dass sie bis dahin durchhalten. Weil Francesca ist immer recht langsam. Die ist mir jetzt zum Schluss dran. Oh, jetzt formieren die sich. Ich glaube, ich muss verteidigen die nächste Runde, oder? Oder schießen die sofort? Das tat weh. Aber so richtig. Das hätte... Oh, die sind ja... Ach, du mal. Ach, du Kacke. Komm, Autokampf. Und das ist der Grund, warum ich dachte, dass ich scheitern werde. Ja, hätte ich in die Verteidigung gehen müssen? Vermutlich, oder darf ich nicht sie angreifen? Also Astrea ist schon mal angeschlagen. Zeig mal her. Der Name ist jetzt gelb, ja, der ist angeschlagen halt. Die ist angeschlagen. Gucken wir mal, was passiert im Automodus. Die greifen einfach an. Ein bisschen Leben zurück. Sie
Sie heilen ihre Kameraden, was nichts bringt, aber gut. Ja, okay, cool. Das war wirklich close, ja. Rune des Lichts, süße Schleife. Kriegen die beiden die ganzen Erfahrungspunkte. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.